Ganz großes Kino. Deutsche Stars sind anscheinend nicht nur in Deutschland beliebt, nein, auch in Amerika werden sie immer beliebter. Denn der Schauspieler Matthias Schweighöfer schafft den Sprung aus den deutschen Kinos direkt nach Hollywood. In einem Film, der 2020 erscheinen soll, spielt er an der Seite von Jesse Eisenberg. Er hatte die Hauptrolle in dem Facebook-Film, aber auch für einen anderen Schauspieler könnte es nicht besser laufen, denn Elias Mbarek knackt die 2 Millionen in den Kinos. Der neue Streifen von ihm, Das perfekte Geheimnis, ist ein echter Kassenschlager. Eventuell könnte es den Rekord von Fuck You Goethe knacken. Ich drücke ihm dafür natürlich die Daumen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Paare zerbrechen würden, wenn der eine in das Handy des anderen guckt. Wen findet ihr eigentlich toller, Matthias Schweighöfer oder Elias Mbarek? Und wessen Filme sind besser? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Wir hören uns wie immer im nächsten Video. Bis dann!